Wie wir uns hinsetzen, entscheiden wir für gewöhnlich mit der Zeit schon unterbewusst. Laut einigen Psychologen sagt die Sitzhaltung aber einiges über unseren Charakter aus. Heute gibt es für euch 5 Sitzhaltungen und wir zeigen euch gleichzeitig, was sie über euch verraten. Nummer 5. Wer sich in einer solchen Position hinsetzt, lebt frei nach dem Motto: Wenn ich mir eine Decke über den Kopf werfe, dann geht das Monster weg. Diese Menschen denken, dass alle Probleme von alleine verschwinden. Folglich kann man mit ihnen leicht kommunizieren und sie sind für gewöhnlich etwas kindlich, aber mindestens genauso kreativ. Nummer 4. Laut Experten sind Menschen, die sich so entspannen, echte Träumer. Sie wollen reisen, neue Menschen kennenlernen und verfügen über eine riesige Vorstellungskraft. Sie leben sehr flexibel, ändern oft ihr Aussehen, ihren Partner und ziehen oft um. Das alles ist für sie ganz normal und erfordert keine ausgiebige Planung. Und die Nummer 3. Gehört ihr vielleicht zu dieser Kategorie Menschen? Wer sich so hinsetzt, weiß, was echter Komfort ist. Sie achten sehr auf ihr Aussehen, auf ihren Style und sind in Bezug auf Kleidung sehr wählerisch. Auch soll es diesen Menschen schwer fallen, sich lange auf bestimmte Sachen zu konzentrieren. Sie lassen sich besonders schnell ablenken. Und jetzt sind wir auch schon bei der Nummer 2. Leute, die für gewöhnlich so da sitzen, möchten immer pünktlich sein. Sie sind schlau und einfühlsam, aber mögen es nicht, wenn andere in der Öffentlichkeit ihre Gefühle zeigen. Oftmals fühlen sie sich draußen sogar unwohl und würden am liebsten immer zu Hause sein. Wenn ihr euch noch nicht wiedergefunden habt, dann jetzt spätestens bei der Nummer 1. Wer sich so hinsetzt, ist laut Psychologen sehr beharrlich und hat es nicht eilig mit dem Heiraten. Sie haben große Pläne und verfolgen diese auch ehrgeizig. Für sie ist ihr Auftreten immer sehr wichtig und deswegen muss immer alles perfekt sein. Tief im Inneren herrscht aber eine kleine Unsicherheit.